Megamobil TV wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Büsken. Sag, wenn du so alt bist. Okay, go. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Megamobil TV hier aus unserem Reisemobil Center in Schwelm. Und ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist angerichtet für Sie. Und zwar möchten wir Sie ganz herzlich einladen zu unserer Hausmesse der MHM. Die Megamobil Hausmesse ist vom 16. Wo ist denn der Herr Christian da? Ah, der ist in den letzten Zügen. Hier machen wir mal hier oben auch an. Oh, ja. Die ist vom 16. bis zum, schon wieder aus. Vom 16. bis zum 21. Januar. Und da möchten wir Sie ganz, ganz herzlich einladen, hier uns in Schwelm zu besuchen. Das ist ja parallel zur CMT in Stuttgart. Und alle, die sich nicht auf den Weg nach Süddeutschland machen möchten, sondern im Herzen von Nordrhein-Westfalen unterwegs sind oder im Herzen von unserem, ja, von unserem Land, dann kommen Sie einfach nach Schwelm. Sind hier alle willkommen. Genau. Autos sind da, alle parat. Ich bin auch parat. Ja, und der Sven Jonsen, der ist an der Kamera, der ist auch für Sie parat. Ist auch parat. Ich grüße aus dem Hintergrund. Genau, genau. Hallo in die Runde sozusagen. Jawohl. Genau. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hatte gerade schon gesagt, es ist angerichtet für Sie und wir haben hier sozusagen wir haben uns viel Mühe gegeben. Ne? Wir haben überlegt, welche Fahrzeuge präsentieren wir Ihnen auf unserer MHM. Und wir können mal einen kleinen Zug durch die Gemeinde machen, würde ich sagen. Ja, machen wir. Soll ich mal ganz schnell reinspringen? Ja, springen wir mal rein. Der Sven Jonsen kommt mal gerade hier hin. Warte mal, bis es Licht angeht. Wir sind noch sozusagen in den Vorbereitungen, in den letzten Messevorbereitungen für Sie. Und jetzt filmen wir mal hier in unseren Mega Launch 540, einmal so rein, damit wir die Rundsitzgruppe sehen. Genau, also ein 5 Meter, da ist ja Licht aus, ja, wir müssen noch ein bisschen was optimieren. Das ist also jetzt hier ein 540 Fahrzeug mit Rundsitzgruppe und elektrischem Hubbett. Und ja, das ist sozusagen praktisch der Einstieg in die Megamobilwelt. Und wir wollen jetzt heute mal nicht ein 1-Stunden-Video machen, sondern machen sozusagen mal Geschmäckle. Genau, wir wollen so ein bisschen Appetit machen. Appetit. Wir gehen mal vor, der Herr Christian Schneider und ich. Und neben dem 540 erwartet Sie auch der Mega Classic 600 und beim Mega Classic ist eben der Name Programm. Klassischer Querschläfer, 6 Meter. Christian, geht mal vor und zeigt ein bisschen. Jawohl. Die Netze wie gehabt, Megamobil-Qualität wie gehabt. Ja, für die, die Megamobil ja noch nicht kennen, wir sind ja im Premium-Bereich. Ja. Ne? Also mehr geht nicht. Ne? Also wenn wir uns jetzt hier die Polster anschauen und die Detailverarbeitung. Das ist jetzt hier beim Mega Classic 600 vielleicht erstmal nur so ein kleines Beispiel dafür, was alles möglich ist und Luxus pur. Ne? Was zeichnet den Mega Classic besonders aus? Also in erster Linie vorne hier eine sehr geräumige Dinette in toller Qualität mit einer unheimlich bequemen Sitzbank. Dann der Christian zeigt mal das Badezimmer. Jawohl. Das ist aber nicht nur beim Classic so, sondern es ist beim Megamobil das Besondere. Das Badezimmer mit Trenntür, mit Glas-Trenntür. Ja, das ist sehr, sehr schön. Wir haben also auch hier jetzt schon das Update der Waschbeckenoptionen. Wir bieten ja seit dem Modelljahr 2023 neben dem klassischen Eckwaschbecken auch noch ein Komfortwaschbecken mit Mittelauszug an. Das können wir uns gleich auch noch anschauen. Hier haben wir jetzt die bisherige Version und gleich gucken wir uns dann nochmal das andere Waschbecken an. Mega Classic 600 hat hinten ein Querbett von 1,40 m mal ungefähr 1,93 m. Genau. Soll ich da nochmal Licht anmachen gehen? Türen auf. Und Licht an. So. No. Also unheimlich toll. Also auch hier wieder die Detailverarbeitung. Ich schließe nochmal die Türen für Sie. Dann sehen Sie da nochmal, wie schön auch die beiden Türen sich hier in der Mitte treffen.
So, also nach dem Launch 540 und dem Mega Classic 600, die ja beide auf Stellantis-Basis sind, das heißt also, da steht als Chassis dann zur Verfügung, stehen die Versionen zur Verfügung von Opel, Citroën, Peugeot und wenn sie dann mal irgendwann wieder lieferbar sind, auch Fiat. Genau, da drückt man ja die Daumen, dass die also in Italien also schnell ihre Siesta beenden sozusagen und wieder Gas geben. Ja, ergänzend zu den Stellantis-Chassis können Sie sich bei unserer MHM, also der Megamobil-Hausmesse hier in Schwelm, auch ein Fahrzeug anschauen auf Crafter MAN-Basis. Und zwar ist das der Mega Reaktiv 680. Und dieses Fahrzeug ist eine Kombination aus ganz, ganz vielen tollen Varianten, die wir haben. Vorne den geräumigen Sitzgruppenbereich, der sich besonders dadurch auszeichnet, dass gerade hier oberhalb der Sitzgruppe im Bereich des Fahrerhauses eine sehr luftige Gestaltung gewählt worden ist, weil bei Crafter und MAN eben hier dieser Ablagebereich ab Werk nicht vorgesehen ist und dadurch natürlich ein unheimlich luftiges Gefühl hier entsteht. Das finden Sie nur bei Mercedes, den haben wir auch da, oder eben bei VW und MAN. Das ist so in der Form bei den Stellantis-Chassis nicht möglich. Was zeichnet den Reaktiv 600 im hinteren Bereich aus? 680. Ja, 680. Wir haben also ein elektrisch in der Höhe verstellbares Bett. Der Sven Jonsen geht gerade mal rein. Und ich drücke mal aufs Knöpfchen, nur um Ihnen mal einen ersten Eindruck hier zeigen zu können, was alles möglich ist. Und durch diese spezielle Bettkonstruktion haben Sie also die maximale Flexibilität im Bereich des Laderaums. Und das Bett ist also auch besonders großzügig mit 2 Meter Liegefläche. Ja, hier bei dem Fahrzeug ist auch die klassische Badezimmervariante wieder gewählt. Aber wir können uns auch mal den Vario-Küchenblock anschauen bei Megamobil, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weil das finden Sie auch. Das ist also im Grunde genommen auch eins der Ausstattungsmerkmale, die sich modellreihen übergreifend wiederholt. Da haben wir also den Vario-Küchenblock mit dem Außenzugang, mit unserer kleinen Sektbar, mit der Küchenarbeitsplattenerweiterung und mit dem Staufach, wo zum Beispiel eine Mülltasche untergebracht werden kann oder ein paar Hausschuhe oder Ähnliches. Also wie gesagt, das finden Sie bei im Grunde genommen jeder Modellreihe, bis auf die City-Versionen. Die City-Versionen sind in der Richtung ein bisschen anders gestaltet. Und Herr Jonsen, wenn Sie vielleicht einmal, würde ich auch gerne einmal zeigen, die Qualität schon allein nur der Schließung der Schubladen. Hier, hast du die Schubladen drauf? War zu schnell. Ja, Moment, wiederholen wir. Das ist ja wert. So. Genau, sehr gut. Also wir haben auch schon mal gesagt, wissen Sie, da haben Sie selbst, wenn Sie die Schublade zumachen, Urlaub. Das macht dann das Auto für Sie. Sie brauchen praktisch nur den Gedanken übertragen und dann schließt sie sich praktisch von alleine. Okay, gehen wir mal weiter. Also Mega Reaktiv 680 und jetzt ganz im Eingangsbereich, wenn Sie uns also besuchen in der Nordstraße 19, hoppsala, da erwartet Sie dann eins unserer, absoluten Highlights im Megamobil-Modellprogramm, nämlich Mega Launch 640, wo ja gerade wir hier mit unserer Firma einen ganz besonderen Anteil auch an der Entwicklung des Grundrisses haben. Wir haben also da tatsächlich die Zeichnungen mit Megamobil besprochen und daraus ist eben dieses Modell entstanden, was uns alle ganz stolz macht. Da war im Übrigen auch der Gaetano Musotto mit dabei. Der liegt jetzt wahrscheinlich in Italien, irgendwo am Strand. Ne? Wie ja, das hat keinem Augen. Kalt, nee, ich glaube, das ist dem auch egal. Ja. Ich glaube, es ist Gartenzeit noch. Gartenzeit, ja, okay. Also der hat auch mit dran gewirkt, sozusagen. Und der Mega Launch 640 ist eben auf Stellantis.
Und ja, ich gehe schon mal so ein bisschen vor. Der Sven Jonsen kommt hinterher. Also wir haben wieder unseren Vario-Küchenblock. Dann haben wir unser Premium-Badezimmer hier mit der Acrylglastüre. So, und Christian, ich würde sagen, du kommst dazu. Wir haben nämlich hier sozusagen, lass mal hier stehen, dann kann man den Leuten zeigen, guck mal hier, also wenn wir jetzt, wir könnten Tango tanzen, wir zwei. Ja, oder? Guck mal, hast du das hier unten, was wir hier für eine Fußfreiheit haben hier, unglaublich, ne? Guck mal. Komm, lass mal sehen, Jungs, ich will mit Tango tanzen. Komm, wir setzen uns mal hier in die Lounge. So, genau. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Mega Lounge 640 auf Stellantis, also... Darf ich mich so? Ja, so ist doch richtig. Ne? Genau. Also dieses Fahrzeug können Sie sich auch hier bei uns live anschauen. Probe sitzen, Probe liegen. Sie können also über unsere Website megamobil-reisemobile.com einen Termin buchen zu unserem Event der MHM hier in Schwelm. Und wenn Sie also eine intensive Beratung haben möchten, der Sven Jonsen und der Christian Schneider, die stehen also sozusagen mit Rat und Tat zur Seite, genau. Ja, Konfigurator haben wir ja auch. Können Sie auch konfigurieren, die Fahrzeuge. Wenn Sie noch nicht abwarten können, bis Sie hier waren, wenn Sie schon mal ein bisschen schlau machen möchten über die Ausstattungsdetails, was es alles so gibt, was wir auch noch, vieles von uns auch noch drankommen kann ans Fahrzeug, können Sie auch schon mal im Konfigurator schlau machen. Ansonsten, wenn wir Sie hier umfangreich beraten können. Wissen Sie, bringen Sie ein bisschen Zeit mit, weil es gibt über 500 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Ja, so weit würde ich jetzt noch nicht. Doch. Über 500 Kombinationsmöglichkeiten von unterschiedlichen Polstern mit unterschiedlichen Hölzern und unterschiedlichen Wandverkleidungen. Wenn man das Karussell mehrfach dreht, ist das sozusagen das Kaleidoskop, ne, der Innenausstattung. Mehr geht nicht. Also ich würde aber ganz klar behaupten, sollen wir doch alle froh sein, wenn wir hier was finden sollten, was einem schon so gefällt, wie es ist. Dann haben wir nämlich viel einfacher. Genau, bei 500 Varianten. Über 500, ja. Wir haben natürlich auch Kopfschmerzen. Ja, wir haben uns viel Mühe gegeben, ja. Ihnen also eine breite Auswahl jetzt hier an Fahrzeugen zu unserer Hausmesse präsentieren zu können. Und ich glaube, Sie werden schon begeistert sein, was Sie hier an Modellvielfalt erwartet. Ja. Mega Lounge 640. Und ja, direkt gegenüber vom Mega Lounge 640, da haben wir jetzt den Mega Reaktiv 700. Und der Mega Reaktiv 700, der ist also wirklich was für ganz, ganz erwachsene Leute, kann man sagen. Also wir haben also hier bei uns in der Ausstellung ein Fahrzeug mit Automatik und Allradantrieb. Das wird auf Mercedes ausgebaut und ja, mehr geht nicht. Da können wir auch mal vorgehen. Sie merken schon jetzt hier, allein der Einstieg in das Fahrzeug hebt Sie in eine andere Sphäre sozusagen. Ja. Wir haben also hier fantastische Bodenfreiheit, da kann die Abenteuerreise in der Mongolei also schon auf dem Terminkalender für 2023 stehen. Bei den Leuten da. Ja, und bei ihm. Ja, bei ihm. Sonst wird es schwer. Ja, bei ihm. Also wenn Sie jetzt sagen, der wird Ihnen gefallen, dann wäre das so. Sonst müssten wir ja einen bestellen, das kann ja dann dauern. Ne? Aber zur Messe gibt es also auch dieses Fahrzeug kurzfristig. Ja, und... das ist im Grunde genommen hier die Kombination nochmal von dem Crafter MAN Reaktiv in Verbindung mit noch mehr Platz, mit noch mehr Luxus, mit noch mehr Komfort und mit der optimalsten Antriebstechnologie ever sozusagen. Die Serienausstattung konnte ich gar nicht auf die Auszeichnung packen. Ja, genau. Oder wirklich. Wir sind ja in den Vorbereitungen auf Ihren oder zu Ihrem Besuch. Und der Christian Schneider und der Sven Jonsen, die sind gerade hier alle Auszeichnungen am Fertigmachen, damit alles schön übersichtlich ist, wenn sie dann da sind. Bei dem geht das gar nicht. Passt gar nicht alles drauf, was alles drin ist. Nein, überhaupt nicht. Außer den Preis, da haben wir alles reingemacht. Das, was jetzt Geld kostet, aber was schon serienmäßig ist, was andere sich bezahlen lassen, was bei dem Auto schon drin ist. Ja. Alleine das wäre ja zwei Seiten. Hier nur allein an Extras, ja. So wie ich da drunter gelesen habe. Genau. Ja, vielleicht eine. Vielleicht da kommt eine. Ja auf die Schreibgröße an. Ja, also sagen wir mal, zwei. Großgeschrieben zwei.
Mittelpreis. Aber schon einiges, wirklich. Ja. Also bin ich erstaunt. Genau. Also was wir jetzt hier in dem Fahrzeug haben, das ist also auch hier unser neues Waschbecken. Ja. Und Sven Jonsen, filmt mal, hast du das drauf, ja, sozusagen. Ich gehe mal in unser Premium-Badezimmer rein und wir demonstrieren mal hier die neue Waschbeckenfunktion. Also Waschbecken verschwindet praktisch komplett. Und dann können Sie es rausziehen hier. Und dann haben wir hier Waschbecken mit Warm- und Kaltwasser, schöne Ablage dabei, Spiegel und alles, was man braucht. Nur paralleler Toilettengang wird ein bisschen schwierig. Ne, dafür müssten Sie dann eben das Waschbecken mal kurz hier reinfahren. Und ich setze mich mal drauf. So. Und ich habe das schon mal in einem anderen Video gesagt, ne, wenn es nicht im Fahrzeug selber so schön wäre, auf unserer Sitzbank oder den Komfortsesseln im Fahrerhaus, dann könnten Sie sich selbst hier in den Raum zurückziehen und sehr komfortabel die Tageszeitung lesen. Schiebetür ist sowieso Serie, das heißt Duschen ohne Duschvorgang und das Bett hinten ist auch elektrisch in der Höhe verstellbar. Das Highlight zeigen wir Ihnen dann, wenn Sie bei uns im Showroom sind. So. Ja, wir haben jetzt hier so einen neuen Gimbal zur Handyführung und da sind wir noch so ein bisschen am Probieren. Die Kameraführung ist nahezu perfekt dadurch. Der Gimbal macht, was er will. Ja, gehen wir mal weiter zum nächsten Messefahrzeug für Sie hier auf unserer MAN und zwar unseren Mega Revolution 640. Der Mega Revolution zeichnet sich durch eine besondere Breite des Laderaums aus in Kombination mit dem elektrisch in der Höhe verstellbaren Bett. Wir können es hier mal so machen. Wir haben bei dem Fahrzeug eine H3-Dach-Variante. Das Fahrzeug hat 2,93 Meter Innenhöhe. Und durch die 2,93 Meter Außenhöhe. Durch die 2,93 Meter Außenhöhe haben Sie eben auch eine fantastische Stehhöhe hier bei dem Fahrzeug von deutlich über 2 Meter. Jenseits der 2 Meter. Und wir sprachen eben die Vielfalt der Ausstattungsdetails an. Wir haben jetzt hier mal auch neu im Modelljahr 2023 unsere Steppverkleidungen für die Heckflügeltüre. Das können Sie dann widerspiegeln in der Ausführung der Sitze. Ja, ansonsten sehr schön breit. Hier passt auch Moped rein. Bett geht noch höher. Und Sie hätten auch die Möglichkeit, hier bei diesem Fahrzeug zum Beispiel eine zweite Schlafebene mitzubestellen, die Sie dann optional reinpacken können, wenn die Enkelchen mal mitfahren wollen oder wenn Sie sowieso mit 4 Leuten unterwegs sein möchten. Was kannst du noch dazu ergänzend sagen, Christian? Das Revolution. Revolution. Ne? Revolution ist eine Revolution. Kann man mal mit anfangen. Könnte man auch Moped reintun, ja, ne? Ja. Kommt aufs Moped an, aber da passen schon. Also hier kann viel rein. Aber eigentlich muss ich dann wieder deine Meinung äußern. Gehört das ins Auto? Ja, ja, genau. Ja, aber ging. Theoretisch. Es würde gehen. Also es gibt Leute, auch liebe Händlerkollegen, die sehr motorradaffin sind und die da tatsächlich ihr Motorrad reinstellen. Vorne über dem Fahrerhaus haben wir dann ein äußerst geräumiges Staufach, wo auch der Helm gut Platz findet. Wir müssen aber fairerweise sagen, dass die Fahrzeuge, ob Launch 640 oder Revolution 640, also alles, was im Grunde genommen Kategorie H3-Dach ist und 6,40 Meter, da ist dann auch schon die Auflastung sehr zu empfehlen, weil sonst können Sie im Prinzip außer Moped dann gar nichts mehr mitnehmen. Ein Täschchen. Da müssen Sie immer essen gehen. Ja, also das. Naja, Auflastung macht schon Sinn. Ja. Ja. Okay, schauen wir mal weiter hier in unserem Ausstellungsraum. Und da kommen wir zur nächsten Messeneuheit von 2023, nämlich dem Mega Twin. Und beim Mega Twin ist auch tatsächlich der Name Programm. Der Mega Twin ist ein Fahrzeug, welches also optimal geeignet ist für 2 Personen, äußerst viel Schlafkomfort bietet. Und das erste Fahrzeug auf Renault-Basis. Es gibt ja hier und da auch schon mal
Lieferschwierigkeiten bei den Stellantis-Chassis und Megamobil hat also da tatsächlich mit dem Renault eine Top-Lösung gefunden, ja, im Grunde genommen, weil, ich sag mal, zu jedem Chassis gehört ja auch ein entsprechender Innenausbau. Und wenn wir uns jetzt hier das Grundrisskonzept anschauen, welches bei Megamobil hier beim Mega Twin 620 gewählt wurde, da kann man sagen, der wirklich optimale Premium-Grundriss für diese wirklich äußerst attraktive Karosserie. Wir gehen mal rein. So, Fahrerhausverdunklung haben wir auch. Die legen wir mal hier zur Seite gerade. Jawohl. So, und Sven Jonsen, der kommt mal so ein bisschen näher. Und hier haben wir also ein ähnliches Konzept wie auch beim Mega Lounge, nämlich Badezimmer hier vorne. Mit der Möglichkeit, auch dann hier in dem Bereich über unseren Vario-Küchenblock die Ablage zu nutzen, wenn man auf dem gedrehten Beifahrersitz sitzt. Ergänzend dazu gibt es dann noch unseren neuen Tisch, der eben in dieser Position auch sehr schön genutzt werden kann, um mal irgendwas abzustellen, wenn einer der beiden Reisenden hinten noch in der Längsschläfer-Variante unseres Mega-Twin sozusagen nächtigt. Es ist so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier von Megamobil TV, der Name Twin hat nämlich hier eine doppelte Doppelbedeutung sozusagen. Twin steht erstmal für zwei Personen, aber Twin steht auch für zwei Schlafgrundrisse. Wir haben nämlich hier die Kombination aus Querschläfer und Längsschläfer und das gibt es also in dieser Variante nur bei Mega Twin. Dadurch eröffnen sich unendliche Weiten der Liegefläche und wir schauen uns das hier mal an. Der Sven Jonsen kommt mal rum und ich demonstriere hier gerade mal die Variante, die wir haben. Also wir haben hier eine sehr schöne Face-to-Face-Sitzgruppe beim Fahrzeug und dann haben wir die Möglichkeit hier den Tisch bei Bedarf eben vorzuholen, sodass Sie hier sehr, sehr gemütliche Abende in Norwegen verbringen können. Wenn Sie jetzt sagen, okay, jetzt gehen wir ins Bett und Sie möchten den Tisch gerne in dieser Position halten, dann legen Sie sich einfach hin. Da haben wir also eine Liegefläche, die ist also auf jeden Fall breiter als 1,40 Meter. Ich will mal gerade gucken, ob ich Ihnen das jetzt mal gerade hier sagen kann. Ich meine, die wäre knapp 1,60. 20, 40, 60, 70. Ja, 2 mal 7 ist 14. Also, aber gefühlt ist sie breiter, ne? Also wir haben 1,40 Meter Breite und eine sehr schöne Länge dann hier auch. Und wenn Sie jetzt sagen, Menschenskind, ah, kommt der Christian mit dem Maßband. Ich hatte jetzt schon gedacht. Deine Hände genommen, das wird er fast jetzt hinhauen. Ist 1,40 Meter, ne? Ja, 1,43. 1,43, sehen Sie, ist mehr als 1,40. Ja. So. Und einmal die Länge noch. Oh, was sind wir da bei 1,85 Meter? 1,85, genau. So, wenn sie jetzt größer sind, kein Problem. Ja, also die 1,85, die sind also schon sehr schön. Aber sie haben ja die Möglichkeit, mit dem doppelten Namen, mit der Doppel-Doppelfunktion sozusagen, aus dem Querschläfer und Längsschläfer zu machen. Dafür einfach die Sitzkeile nach oben legen und das Lattenrost, auch Premium hier, ne? Premium Lattenrost, nach vorne ziehen. Und hast du am Maßband noch eine Tasche? Okay, jetzt gucken wir mal. 1,43 hatten wir eben. Ich lege mal eben die Keile ein hier. Eins. Moment. Zwei. Drei. Vier. So. Und jetzt sind wir bei 2,03 Meter. Wahnsinn, ne? Wollen wir nochmal wiederholen? 2,03 Meter. Unglaublich, ne? Also, alles ist möglich. Entweder 1,85 hatten wir eben, ne? Oder 2,03 Meter bei Mega Twin.
alles ist möglich und ein Fahrzeug steht hier bei uns im Showroom, können Sie sich gerne anschauen, Probe liegen und dann können wir gucken, was Ihnen gefällt. Wir haben aktuell 2 Fahrzeuge da, sodass also auch eine kurzfristige Verfügbarkeit sichergestellt ist. Ja, und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Auto, zum Megasport. Und der wartet natürlich auch noch auf Sie, den haben wir jetzt hier stehen. Auch nochmal in einer anderen Gestaltungsoptik mit anderen Hölzern. Und ja, das ist also auch ein feiner Grundriss mit der besonders geräumigen Sitzgruppe vorne, mit unserem tollen Badezimmer auch hier in der Variante wieder mit einem Eckwaschbecken. Und dann haben wir bei diesem Fahrzeug auch die Option des Längsschlafens auf der Badezimmerseite mit einer Liegeflächenlänge von 1,77 Meter. Und auf der Variante des Kühlschranks sind wir auch bei gut 2 Meter. Und da gibt es noch das Vario-Lattenrost sozusagen, welches Ihnen tagsüber noch ganz tolle Möglichkeiten eröffnet. Die zeigen wir aber nicht. Damit überraschen wir Sie auf oder bei Ihrem Besuch in unserem Autohaus zwischen dem 16. und dem 21. Januar. Es ist auch so, dass mal gucken, also Sie können natürlich auch, wir werden den Film dann online lassen, uns auch so gerne besuchen nach diesem Datum. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass Sie sich über unsere Webseite einfach einen Termin buchen. Und wenn Sie möchten, da steht auch dann die Telefonnummer, die Hotline, das ist die 02336479165. Und da können Sie dann uns anrufen, den Sven Jonsen, den Christian Schneider oder auch mich. Und dann sprechen wir über einen Termin und dann schildern Sie einfach, welches Fahrzeug Sie interessiert, und dann können wir Ihnen auch sagen, was alles bei uns im Showroom steht. Da können Sie sich alles vollkommen wetterunabhängig anschauen. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Jawohl. Und sagen bis dahin tschüss. Ciao. Tschüss. Megamobil TV wurde Ihnen präsentiert vom Autohaus Büsken.